Straßenrückbau stoppen. Albertstraße bleibt vierspurig. Wir hatten es bei der letzten Sitzung ja behandelt. In Ergebnis der Prüfung im Hause musste ich dieser Beschlussfassung widersprechen. Das habe ich Ihnen schriftlich mitgeteilt. Und deswegen steht es heute erneut auf der Tagesordnung. Und damit steigen wir ein in die Debatte in der Fraktionsrunde. Es beginnt FDP, Freie Bürgerfraktion. Herr Zastrow. Meine Damen und Herren, wir sollten uns und den Bürgern den Gefallen tun, die ausufernde Debatte vom letzten Mal heute nicht zu wiederholen. Ich glaube, dass alle Argumente zu dem Thema wirklich reichhaltig ausgetauscht worden sind, hier im Stadtrat, auf der Straße und auch in den Medien. Deswegen will ich es auch hier vorne in aller Kürze machen. Erstens, wir sind auf der bürgerlichen Seite für eine Einordnung eines Radweges an der Albertstraße, nur nicht in der vom Geschäftsbereich vorgelegten Form. Es gibt Alternativen, über diese Alternativen hätten wir sehr gerne diskutiert, weil wir diese Alternativen in vielerlei Hinsicht für besser und für verträglicher für alle Verkehrsteilnehmer halten. Zweitens, die vielfach auch in der Petition damals gewünschte Vorlage eines Variantenvergleiches, eines Verkehrsversuchs wurden dem Stadtrat wie auch viele anderen Informationen niemals vorgelegt. Der Stadtrat hat die vom Geschäftsbereich vorgelegte Variante niemals beschlossen. Es wäre hilfreich gewesen, uns alle hier im Stadtrat rechtzeitig und vollumfänglich in eine Entscheidungsfindung einzubinden. Und drittens, wir halten den in der letzten Stadtratssitzung getroffenen Beschluss keinesfalls für rechtswidrig, sondern ganz im Gegenteil. Dem Stadtrat muss das Recht zugestanden werden, solche Entscheidungen und auch offensichtliche Fehlentwicklungen zu korrigieren. Um Missverständnissen vorzubeugen oder eventuelle Ungenauigkeiten noch auszuräumen, haben wir aber einen Änderungs- und Ergänzungsantrag eingereicht, der Ihnen auch zugegangen ist. Den möchte ich kurz auch gleichzeitig mit einbringen. In diesem Änderungsantrag, zunächst mal ändern wir die geplanten Umbaukosten. Wir haben ja erfahren, dass die wesentlich höher sind als ursprünglich veranschlagt. Inzwischen sind wir ja schon bei 550.000 Euro, was diese Variante kosten würde. Das sollten wir also entsprechend auch in dem Antrag so stehen haben. Und wir möchten den Antrag ergänzen, und zwar tatsächlich ergänzen darum, dass uns durchaus bewusst ist, welche Entscheidung wir treffen und wir bestimmte Schadenersatzansprüche als Stadtrat auch in Kauf nehmen. Das ist kommunale Selbstverwaltung. Hier ist eine Entscheidung zu treffen, die korrigiert werden muss. Genau deswegen machen wir das. Das schreiben wir in den Antrag mit rein. Genauso stellen wir als Stadtrat fest, dass sämtliche Prüfaufträge, die in diversen Plänen drin sind, beispielsweise im Verkehrsentwicklungsplan, im Luftreinhalteplan, in Lärmaktionsplänen, den letzten von der Inneren Neustadt haben wir ja gerade gehabt, in Landschaftsplänen oder Flächenplänen, dass diese Prüfaufträge, darauf legen wir Wert, auch umzusetzen sind und vor einer möglichen Entscheidung uns als Stadtrat zur Kenntnis und zur Entscheidung vorzulegen sind, meine Damen und Herren. Wir stellen auch fest, das habe ich schon gesagt, dass viele Informationen, die wir dringend gebraucht hätten, uns bisher nicht vorgelegt worden sind. Wir fordern nunmehr mit unserem Ergänzungsantrag ein, und zwar unabhängig von der heutigen Beschlussfassung, dass genau diese Informationen uns nun endlich zur Kenntnis gegeben werden. Dazu gehört alles, was im Rahmen der Verkehrsprognose 2030 an Zahlen der Verwaltung vorliegt, aber uns nicht. Dazu zählt, dass wir gerne jetzt endlich mal sämtliche Informationen zu den diversen vermeintlich tatsächlich vorgenommenen Zählungen des Pkw-, Rad- und Fußverkehrs von 2008 bis 2018 endlich einmal bekommen in Form einer Informationsvorlage. Da möchte ich dann auch gerne das wissen, was beim letzten Mal hier noch nicht ausdiskutiert werden konnte, nämlich was die Gründe für die unterschiedlichen Zählverfahren
gewesen sind, die hier angewandt worden sind, wie es zu den Abweichungen kommt. Und ich möchte auch gerne wissen, wir als andere Stelle möchten das gerne wissen, warum man sich genau dazu entschlossen hat, das so durchzuführen, denn die Evaluierung des Verkehrsentwicklungsplans liegt uns allen am Herzen und sollte natürlich auf einer gemeinsamen Datenbasis passieren. Ebenso erwarten wir die Vorlage aller Pläne zur Umgestaltung der Albertstraße sowie alle womöglich nur uns nicht vorliegenden, uns als Stadträt nicht vorliegenden Untersuchungen zu alternativen Anordnungen von Radwegen und anderen Dingen. Ich habe ja hier in der Debatte immer gehört, was angeblich irgendwo besprochen sein sollte. Wir haben es in unserem Änderungsantrag, der Ihnen vorliegt, ausführlich aufgezählt, was wir alles haben wollen. Ich glaube, das ist richtig. Deswegen können wir auch die heutige Debatte noch mal nutzen, dass wir jetzt tatsächlich, und dann hat doch die Debatte einen Sinn gehabt, mit allen Informationen versorgt werden. Ich bitte Sie um Zustimmung zu unserem Antrag. Als nächstes AfD-Fraktion das Wort gewünscht. Herr Oppern. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, der Stadtrat hat in der letzten Sitzung eine klare Entscheidung getroffen, die Albertstraße nicht zurückzubauen. Der Stadtrat hat sich nicht gegen Radverkehrsanlagen ausgesprochen. Nur den Vorschlag der Verwaltung, eine Autospur zugunsten eines Radstreifens wegzunehmen, wurde abgelehnt. Interessant ist dabei die Genese dieses Verwaltungsvorhabens, das dem Stadtrat übergeholfen werden sollte. Die Verwaltung scheint sich nämlich unklar darüber zu sein, was eigentlich die Rechtsgrundlage für die vorgeschlagene vom Stadtrat abgelehnte Radverkehrsanlage ist. In der Vorlage zur Vergabe heißt es, dass auf Basis des Stadtratsbeschlusses V1252-16, also des Radverkehrskonzeptes, die Ausschreibung erfolgt ist und ein Anhalten der Vergabe zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig ist, da die Entscheidung des Stadtrates aus der letzten Sitzung noch berücksichtigt werden kann. Interessanterweise steht im Radverkehrskonzept jedoch nichts von einem Beschluss zu einer Radverkehrsanlage auf der Albertstraße. Es gibt diesbezüglich nur einen Vorschlag des damaligen Ortsbeirates Neustadt und eine fachliche Stellungnahme der Verwaltung. Ein kleiner Hinweis auf eine mögliche Rechtsgrundlage findet sich in der Antwort auf die Anfrage an den OB vom Anfang 2017. Dort werden als Rechtsgrundlagen aufgeführt das Radverkehrskonzept, der Verkehrsentwicklungsplan 2025 plus und der Rahmenplan Innere Neustadt. Im Radverkehrskonzept steht nichts, das hatte ich schon gesagt. Im Verkehrsentwicklungsplan taucht die Albertstraße nur im Zusammenhang mit einer Fußgängerquerung in Höhe des Archivplatzes auf. Zugleich wird im Verkehrsentwicklungsplan der Vorschlag klar abgelehnt, die Albertstraße in die Liste der Straßen mit Radverkehrsdefizit aufzunehmen. Somit bleibt als Grundlage für den Rückbau der Albertstraße nur der Rahmenplan Innere Neustadt. Und in der Tat, dort wird ein städtebaulicher Vorschlag unterbreitet, die Straßenbahn in die Mitte der Fahrbahn zu verlegen. Eine Visualisierung dazu zeigt eine reduzierte Spur für den motorisierten Individualverkehr vom Carola zum Albertplatz. Das ist aber nur ein Vorschlag, keine Festschreibung. Eine Rechtsgrundlage für den Rückbau der Albertstraße kann das nicht sein. Das Bild, das sich somit ergibt, ist ziemlich ernüchternd. Es gibt eine Verwaltung, die auf einer Grundlage, die zumindest für mich nicht ersichtlich ist, eine Verkleinerung der Albertstraße zu Lasten des motorisierten Individualverkehrs vornehmen will und eine Ausschreibung vornimmt. Zeitgleich teilt die Verwaltung dem Stadtrat mit, dass sein Beschluss zum Erhalt der Vierspurigkeit, wie in der letzten Sitzung erfolgt, das Vergabeverfahren noch beenden könnte. Nach dem Beschluss jedoch widerspricht die Verwaltung ihrer eigenen Aussage und erklärt, das Vergabeverfahren kann doch nicht mehr rechtmäßig aufgehoben werden. Diese verwirrende Posse lässt sich somit nur durch eine Ablehnung der Vergabe beenden, trotz eventueller Schadensersatzansprüche. Das Verhalten der Verwaltung ist in dieser Form nicht hinnehmbar. Der Stadtrat entscheidet über die Entwicklung der Stadt und wird sich das auch nicht aus der Hand nehmen lassen. Dem Antrag der FDP-Fraktion hinsichtlich der Beibringung
der Entscheidungsgrundlagen würden wir als AfD-Fraktion zustimmen. Vielen Dank. Als nächstes Bürgerfraktion wird das Wort gewünscht. Nein. Dann CDU, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauer. Es ist tatsächlich nicht so richtig schön, dass wir uns heute nochmal zu diesem Thema hier auseinandersetzen müssen. Denn wir waren auch als CDU einigermaßen verwundert über den Widerspruch zu unserem Stadtratsbeschluss in der letzten Sitzung. Und wir haben uns dann auch nochmal mit der inhaltlichen Begründung auseinandergesetzt. Es ist das gute Recht, dass man entsprechenden Beschlüssen widersprechen kann. Allerdings sollten dann natürlich die Begründungen auch so einer Prüfung standhalten und wir sehen das hier nicht gegeben. Die Stadtverwaltung führt an, dass durch den Stadtratsbeschluss erhebliche Schadensersatzforderungen auf die Stadtverwaltung zukommen könnten, weil die Vergabe nicht erfolgen kann. Dem ist unserer Meinung nach nicht so. Wir haben uns dazu auch beraten lassen. Die Schadensersatzforderungen können sich maximal unserer Meinung nach jedenfalls auf die entstandenen Aufwendungen für die Erstellung des Angebotes entsprechend beziehen, nicht jedoch auf irgendwie 10% der Bausumme. Und selbst das wäre keine Summe, die dann hier die Stadtverwaltung in große finanzielle Schwierigkeiten bringen würde. Herr Zastrow hat schon vieles gesagt von der FDP. Was uns am meisten stört bei dem ganzen Vorgehen, ist tatsächlich die Genese zu diesem Punkt. Ja, es gab seinerzeit den Beschluss des Petitionsausschusses, wo so eine Lösung mit der Führung des Radverkehrs im Straßenraum als Vorzugslösung genannt wurde. Aber eindeutig wurde dort auch gesagt, für diese Lösung soll es zunächst dann einen Verkehrsversuch geben. Die Stadtverwaltung hat diesen Verkehrsversuch über die ganzen Jahre seit 2011 nicht durchgeführt. Dafür gibt es sogar nachvollziehbare Begründungen, weil eben die Albertbrücke gebaut wurde und verschiedene andere Rahmenbedingungen dagegen sprachen, den Verkehrsversuch durchzuführen. Nun war dann aber die Zeit da und plötzlich macht eben die Stadtverwaltung keinen Verkehrsversuch, sondern plant schon die endgültige Lösung. Und das faire, das politisch faire und saubere Vorgehen wäre dann gewesen, uns mit einer Vorlage, einen Vorschlag zu unterbreiten als Stadtrat, den damaligen Beschluss zu ändern. Davon hat die Stadtverwaltung selbst nicht Gebrauch gemacht, sondern hat diesen erheblichen Eingriff, diese erhebliche Veränderung der Verkehrsanlage Albertstraße zum allgemeinen Verwaltungshandeln tituliert, sodass wir als Stadtrat auch gar keine Chance gehabt haben, uns dazu auseinanderzusetzen. Das, sage ich, ist eine eindeutige Missachtung auch von Stadtratsbeschlüssen, denn der Petitionsausschuss hat ganz eindeutig etwas anderes beschlossen und das müssen Sie sich schon auch gefallen lassen. Nun haben wir uns das, wie gesagt, angeschaut und auch das hat Herr Zastrow schon gesagt. Unser Antrag beinhaltet ja gerade auch nicht, dass es keine Radverkehrsanlage in der Albertstraße geben soll. Unser Antrag fordert eindeutig hier entsprechende Alternativvarianten zur Prüfung auf. Und damit widerspricht unser Antrag auch nicht den ganzen anderen Beschlüssen vom Luftreinhalteplan, Radverkehrsplan, Lärmaktionsplan und so weiter und so fort. Denn wir wollen eine Radverkehrsanlage in der Albertstraße. Das will ich ja auch allen Beteiligten noch mal klipp und klar sagen, auch in Richtung der Medien. Und damit wären dann auch diese ganzen anderen Beschlüsse erfüllt. Und diese Radverkehrsanlage im Seitenraum der Albertstraße wäre auch entsprechend attraktiv und leistungsfähig und könnte den Radverkehr entsprechend aufnehmen, ohne den Kfz-Verkehr etwas wegzunehmen. Das ist unser Petitum und so hätten wir gerne dann ein Verfahren in der Stadtverwaltung gehabt. Und wenn man es halt politisch anders sieht,
dann wäre das faire Vorgehen gewesen, hier eine Vorlage einzubringen, mit der wir uns im Stadtrat und im Bauausschuss auseinandersetzen hätten können und darüber beschließen können. Und dann hätte die Stadtverwaltung auch eine belastbare Grundlage gehabt, so zu verfahren, wie sie verfahren ist. Aber so eben nicht. Das lassen wir uns nicht gefallen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Die Linke, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und draußen im Netz. Nur mal kurz zur Einordnung, ich werde nicht alles wiederholen vom letzten Mal. Das mit der Kinderstube hat jetzt, ich glaube, Sie liegen in Führung, 2-0 heute. Ja? Sie zusammen mit wem auch immer. Also, wir haben 4 Autospuren, wir haben keinen Radweg. Und wir haben jetzt gehört, dass also diese Nachdenkzeit, die der Widerspruch jetzt gebracht hat, immerhin dazu geführt hat, dass Sie, Herr Zastrow, die CDU, einsieht, dass man dort definitiv Radwege braucht. Allerdings, wie kommt man denn zu den Radwegen? Man könnte jetzt heute Ihr Ansinnen, das zu stoppen, halt eben nicht machen, nicht beschließen, das werden wir natürlich tun, dann ausschreiben, wir könnten noch in der heutigen Sitzung die Arbeiten vergeben, wir könnten dann zu den 70.000, die wir schon für Planungen ausgegeben haben, die kommen nicht mehr wieder, noch 65 drauflegen, einen Antrag beim Land stellen mit dem Faktor 9. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, dieses Geld hebeln, ja, für jeden Euro, den wir ausgeben, kriegen wir 9 Euro dazu, oder 8 in dem Fall, um hier Firmen zu bezahlen, die dann Arbeiten ausführen. Sie schmeißen das Geld einfach weg. Daran hat sich jetzt nichts geändert. Was passiert, wenn wir jetzt dem FDP-Antrag zustimmen? Dann kommen mindestens noch 100.000 Euro Planungskosten drauf, mindestens. Wir brauchen es sehr wahrscheinlich, Herr Schmidt-Lamontagne hat es in der letzten Sitzung gesagt, wir brauchen ein Planfeststellungsverfahren, weil wir sehr wahrscheinlich, es geht von der Logik her nicht anders, die Borde anfassen müssen. Sobald Sie Borde anfassen, das weiß Herr Thiele ganz genau, sobald Sie Borde anfassen, brauchen Sie ein Planfeststellungsverfahren. Das dauert 1 bis 2 Jahre, das ist sehr teuer, das ist sehr aufwendig, Umweltprüfung und so weiter und so fort. So, und für was, dass wir danach sehr wahrscheinlich viel mehr Geld für den Bau ausgeben müssen, weil natürlich die Radwege dann da lang gehen, wo heute Parkplätze sind zum Beispiel, oder weil wir sie irgendwie aufwendig durch das, was heute Wiese ist, führen müssen, weil wir Bäume fällen müssen und so weiter und so fort. Also, allerdings, ich habe es beim letzten Mal schon thematisiert und es ist noch schlimmer geworden. Eben hatte ich erklärt, der Bau der Radwege jetzt in 2 Monaten würde uns 65.000 Euro kosten. In Ihrem Antrag stand 400.000 und es stehen jetzt 550.000 drin. Dieses Geld möchten Sie jetzt dem Radverkehr wegnehmen und in die allgemeine Liquiditätsreserve stecken. Ich habe es beim letzten Mal gesagt, das ist der Topf. Das heißt, daraus kann alles andere werden. Wo soll das Geld denn aber jetzt sinnhaft herausgenommen werden? Aus welchem Posten? Es kann ja eigentlich nur aus dem Radverkehrposten kommen. So, das heißt, für einen Radweg, den wir jetzt nicht bauen, der uns effektiv in Dresden, Dresdner Geld, 65.000 Euro gekostet hätte, nehmen Sie dem Radverkehr, der Radverkehrsplanung, der Radverkehrsführung 550.000 Euro weg. Das ist die Wahrheit und das kann man machen, wenn man das will. Aber dann muss man sich auch angucken, was dann passiert. Ja, was ist passiert? Der ADFC hat zu einer Demo aufgerufen. 5 Tage, für jeden, der sich damit auskennt, ist keine wirklich lange Mobilisierungsphase. Es war kalt, es hat genieselt, als ich losgefahren bin, und es waren 628 Leute da. 628 Leute, die dann dort gefahren sind, und es werden immer mehr.
Man kann diese Politik jetzt weiterführen, wenn man das möchte. Ich denke aber, man sollte ein bisschen, man sollte wirklich nichts überreißen. Ja? Gerade die Nummer mit diesen 550.000, ja, das ist wirklich der Schritt zu viel. So. Und wir werden sehen, wie das ausgeht. Über Luftreinhalteplan und so habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Aber Zastro, Sie wedeln dann ja auch immer gerne mit so Papier. Sie können ja jetzt auch Papier wedeln und das hier vorlesen, was von der Verwaltung gekommen ist. Da steht nämlich halt klipp und klar drin, dass, da bin ich erwähnt, ja, da bereits auf der Sitzung wurden vorgebrachte Bedenken zwischen Ihrem Antrag und der gleichen Sitzung beschlossene Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan hingewiesen. Die Bedenken kamen von mir und von Herrn Scholbach. Und ich habe damals schon gesagt, Maßnahme 9. Das haben Sie jetzt ein bisschen abgeschwächt, aber es bleibt der Fakt mit den 550.000 und es bleibt der Fakt, dass wir hätten in 2 Monaten dort Radwege bauen können. Vielen Dank, dass die jetzt nicht kommen. Wir werden alle sehen, wie das hier ausgeht. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser. Herr Lichti macht es. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen zunächst ein Zitat nahebringen. Das geht wie folgt. Unsere Verkehrspolitik ist nicht mehr zeitgemäß. Es muss vor allem mehr attraktive Angebote geben, vom Auto auf die Bahn, auf ÖPNV und Fahrrad umzusteigen. Ohne eine Verkehrswende werden wir bald in Teilen unseres Landes einen Verkehrskollaps erleben. Zitat Ende. Und Sie werden sich jetzt fragen, wie bestellt, und Sie werden sich jetzt fragen, von wem stammt dieses Zitat? Nein, es stammt nicht aus einem grünen Wahlprogramm oder Grundsatzprogramm. Es stammt vom Deutschen Städtetag, der das hier auf seinem Städtetag aktuell vorne drauf gedruckt hat. Ich bitte Sie einfach doch mal zur Kenntnis zu nehmen, dass Sie mit Ihrer Politik, die Sie hier auch an dem Thema Albertstraße exekutieren, total aus der Zeit gefallen sind, dass Sie die Debatten in Deutschland, in Europa, in der Welt nicht mitbekommen haben, dass Sie die negieren und dass Sie hier eine Politik, eine Verkehrspolitik versuchen zu exekutieren, wie sie schon in den 50er Jahren im Westen und auch hier im Osten schon verfehlt war. Und Sie können natürlich so weitermachen, aber ich sage auch, Sie machen sich mit dieser Politik verkehrspolitisch zum Gespött in Deutschland. Und Sie wissen, was die Debatten jetzt waren in den letzten 3-4 Wochen, als Sie dieses Thema hochgezogen haben. Und die Reaktionen waren sowohl in der Stadtgesellschaft als auch darüber hinaus, auch bei den Leuten, die sich fachlich mit Verkehrspolitik beschäftigen, verheerend. Mehr als verheerend. Und ich habe es schon letztes Mal gesagt, Herr Thiele, auch wenn Sie jetzt nicht mehr an der Universität beschäftigt sind, ich habe es gelernt, aber Sie sind weiter in dem Bereich tätig. Wir führen ja seit langem sehr, sehr viele Debatten auch im Verkehrsausschuss. Dass Sie sich, sage ich mal, vor dieser absurden, irrationalen Politik vor den Wagen spannen lassen, das leuchtet mir nicht ein. Und ich sage mal auch ganz hart zu Ihnen persönlich, Herr Thiele, ich glaube, dass Ihre Reputation allmählich wirklich leidet. Es ist fachlich viel dazu gesagt worden. Ich möchte es auch nicht wiederholen. Das Problem ist, die Albertstraße ist ja nicht ein Einzelfall, sondern es ist der erste große Schlag Ihrer ideologischen Rolle rückwärts in der Verkehrspolitik. Wir haben es gesehen bei der Augustusbrücke, wir sehen es jetzt bei Ihrem neuen Antrag zum Zellischen Weg. Alles, was in Richtung ÖPNV oder Fahrrad oder lebenswerte Stadt oder stadtentwicklerische Ziele geht, das bekämpfen Sie. Es ist einfach so, ja, Sie können, Herr Böhmerkorn, gerne danach hervorgehen und mich korrigieren, wenn Ihnen das gelingen sollte. Ich glaube es nicht. Der Kollege Schulte-Wissermann hat die 55.000 Euro angesprochen, die Sie jetzt immer noch nach dem FDP-Antrag in Ihre Liquiditätsreserve stecken wollen. Entschuldigen Sie, das ist Bullshit. Das sind die Fördermittel, die wir zu erwarten haben. Und wenn wir die Albertstraße nicht bauen, so wie geplant von der Verwaltung, dann werden diese Fördermittel nicht kommen. Das heißt, sie stehen der Stadt nicht zur Verfügung. Aber hier müssen wir wieder einen Antrag von Ihnen lesen, der wieder diesen Blödsinn behauptet. Entschuldigen Sie, das geht doch so nicht. Oder dann geht es gerade so weiter. Sie wollen jetzt jede einzelne Maßnahme, verkehrliche Maßnahme, wollen Sie jetzt im Einzelnen die Ergebnisse im Stadtrat prüfen. Herr Zastro, ich sage Ihnen mal, Sie haben die Gemeindeordnung nicht verstanden.
Da gibt es eine Unterscheidung zwischen den Geschäften der laufenden Verwaltung und zwischen den wesentlichen Themen, die der Stadtrat sich auf den Tisch ziehen kann. Und natürlich kann sich der Stadtrat ein einzelnes Verkehrsvorhaben auf den Tisch ziehen, so wie Sie es jetzt machen. Aber haben Sie das eigentlich verstanden, was Sie hier fordern? Sie wollen jede einzelne Verkehrsmaßnahme, wollen Sie machen. Ich sage Ihnen, das ist rechtswidrig. Sie greifen in den originären Handlungsspielraum der Verwaltung ein. Ganz abgesehen davon, dass das praktisch überhaupt nicht geht. Sie reden davon, dass Sie die Verkehrsprognose 2030 nicht kennen würden. Entschuldigen Sie, ich arbeite danach und wir im Ausschuss seit 4 Jahren damit. Ach, das war noch länger schon, die ist noch länger älter, die Prognose 2030. In jeder einzelnen Vorlage, die wir im Ausschuss oder hier im Stadtrat bekommen, stehen die Zahlen von der Verkehrsprognose 2030 drin. Sie haben noch nie eine Vorlage gelesen zu Verkehrsvorhaben, sonst würden Sie nicht so einen Blödsinn hier reinschreiben. Entschuldigen Sie. Oder wenn Sie dann sagen in dem Punkt B, Sie wollen endlich die genauen Zahlen haben, weil Sie da angeblich Widersprüche sehen. Ich habe es Ihnen schon letztes Mal gesagt, Herr Zastrow, Sie müssen bitteschön unterscheiden zwischen Pegelzählstellen an den Brücken, das macht die Universität, zwischen Verkehrszählstellen an einzelnen Straßen und zwischen den Prognosen, die aufgrund dieser Daten hochgerechnet werden. Und nach diesem Instrumentarium arbeitet die Landeshauptstadt Dresden, ich glaube seit 1990 ungefähr. Und es ist noch keiner außer Ihnen, Herr Zastrow, auf die Idee gekommen, dass das jetzt irgendwie in sich unschlüssig oder sonst was sei. Also entschuldigen Sie, Sie machen sich hier wirklich fachlich, ich sage es jetzt nicht, also es ist fachlich wirklich unter aller Kanone. Herr Oberbürgermeister, Sie haben letztes Mal zu Recht widersprochen. Ich kann Sie nur auffordern, wenn dieser Beschluss heute wieder gefasst wird, dass Sie dem wieder widersprechen. Es gehen hier die Gerüchte rum, Herr Oberbürgermeister, dass Sie dazu diesmal nicht bereit sein sollten. Ich sage Ihnen ganz klar, Sie sind als Oberbürgermeister und als Leiter der Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden. Dazu gehört auch ein folgerichtiges Verhalten. Und deswegen, wenn Sie diesem Beschluss, wenn er jetzt wahrscheinlich leider wieder so gefasst werden wird, nicht zustimmen sollten, dann machen Sie sich auch persönlich als Oberbürgermeister unmöglich für das Amt, für das Sie gewählt worden sind. Vielen Dank. Es liegt ein Geschäftsordnungsantrag einmal vor, Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe gerade ein Déjà-vu. Alles, was hier vorgetragen wird, haben wir bereits gehört, und zwar ausführlich. Und wenn ich angucke, was hier weiter an Wortmeldungen sich auftürmt, dann reden wir eine weitere Stunde darüber. Ich beantrage Ende der Debatte. Herr Blümel, können wir, das wäre, glaube ich, der Fairness halber, einen solchen Kompromiss machen, dass wir noch den Herrn Stahlmann Fischer dran nehmen, weil das ist fair, dass wir die Fraktionsrunde zu Ende bringen. Danach Ende der Debatte, wenn wir es abstimmen. Können wir uns auch darauf einigen, auf den Geschäftsordnungsantrag. Gibt es eine Gegenrede, Herr Schulte-Wissermann? Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, schon allein die Tatsache, dass ich einen Antrag stellen möchte zu dem Gegenstand des jetzt vorliegenden Antrags der FDP, zeugt davon, dass ich zumindest nochmal reden möchte, und ich widerspreche deswegen dem Antrag Ende der Debatte. Anträge können weiterhin natürlich gestellt werden, auch wenn Ende der Debatte ist. So, wer für den Geschäftsordnungsantrag Ende der Debatte ist, der darf jetzt mit Ja stimmen. Ansonsten. (Applaus) 36 Ja-Stimmen, 33 Nein, keine Enthaltung. Damit wäre Ende der Debatte, nachdem aber auf jeden Fall jetzt erstmal Herr Stahlmann-Fischer noch das Wort hat. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, auch ich will jetzt nicht die ganze Debatte vom letzten Mal wiederholen. Ich will aber nur auf eine Sache nochmal hinweisen, beziehungsweise eine Sache nochmal im Mittelpunkt drücken. Ich glaube, dass Populismus immer ein Symbol und das richtige Timing braucht. Und das Symbol ist klar, das sind die Fahrstreifen. Und das ist jetzt auch immer wieder bei allen verkehrspolitischen Themen das Symbol. Und auch hier sind die Fronten, glaube ich, klar. Wir glauben,
dass Fahrstreifen und Fahrspuren alleine nicht relevant sind, sondern immer als im Gesamtzusammenhang mit den Knotenpunkten gesehen werden müssen. Und die Untersuchungen zeigen ja auch bei den zahlreichen Projekten, die wir beschlossen haben, dass man hier auch mit schmaleren Varianten die gleiche oder ähnliche Verkehrsqualität erreicht. Ne, die Sekunde ist da auch ein schönes Gegensymbol, die Autofahrer verlieren maximal in der Hauptverkehrszeit. Das zweite ist das Timing. Und da hat, glaube ich, der Widerspruch gezeigt und auch die Ausführungen der Verwaltung im zuständigen Vergabeausschuss, dass eben das hier nicht geglückt ist. Und dann muss man das, glaube ich, auch zur Kenntnis nehmen, dass man möglicherweise eine andere Auffassung hat als die Verwaltung und auch als ein Teil des Stadtrates, aber dass Prozesse vorangehen und dass Prozesse irgendwann auch so weit sind, dass sie unumkehrbar sind. Das mussten wir auch lernen. Als wir hier die Mehrheit übernommen haben, haben wir auch Prozesse weiterlaufen lassen, obwohl wir eigentlich dagegen waren. Ich glaube, wir haben auch Prozesse noch umkehren können, da waren wir aber rechtzeitig. Ich glaube, dass es dem Stadtrat guttun würde, nicht sehendes Auges rechtswidrige Beschlüsse zu fassen. Deswegen und wegen den Argumenten, die wir schon ausgeführt haben, werden wir weiterhin für den Radweg kämpfen und entsprechend auch für den Radweg stimmen und den Antrag ablehnen. Vielen Dank. So, damit wäre erstmal die Rednerliste beendet. Gibt es weitere Anträge, wie schon angekündigt? Herr Schulte-Wiedersmann. Soll ich es von hier machen? Aber ich muss Ihnen das ja eh schriftlich geben. Also, ich mache es von hier. Da wir ja jetzt gehört haben, mit eindeutigen Worten, zumindest wurden sie eindeutig gesprochen von Herrn Thiele und Herrn Zastrow, dass dort Radwegeführungen geplant und gewollt sind, beantrage ich eine Änderung im letzten Satz des ersten Abschnitts, ist es, glaube ich. Die geplanten 550.000 Euro Umbaukosten werden, und jetzt kommt die Änderung, für die Planung und den Bau von Radwegeführungen an der Albertstraße zurückgestellt. Wenn irgendetwas von Ihnen, wenn Sie es ernst meinen, dass Sie dort einfach Radwege wollen, nur andere, dann müssen Sie jetzt diesem Ding zustimmen. Wenn Sie das ablehnen, dann waren das alles nur Lippenbekenntnisse und ich hoffe, die anwesende Presse wird das dann gutieren oder wie auch immer kommentieren. Sie haben jetzt leider keine Möglichkeit mehr, auf mich zu antworten. Gibt es weitere Anträge? Das ist nicht der Fall. Dann steigen wir mal ein in die Abstimmung. Ich würde wie folgt verfahren. Wir haben zunächst einen Änderungsantrag der FDP vorliegen. Und ich würde es mal vielleicht in der Reihenfolge machen. Ihren, Herr Schulte-Wissermann, zu dem FDP-Antrag und dann über den in der Gänze zum Ganzen, weil ansonsten wird es irgendwie schwierig in der Reihenfolge her zu befinden. Also, ich sage es mal sinngemäß, im letzten Satz des Punktes 1, dass eben die geplanten 55 Umbaukosten werden für den Bau von Radwegverbindung Albertstraße zurückgestellt. Sie hatten es ein bisschen anders, aber so ähnlich, wir nehmen es dann so, wie es sind, aber sinngemäß hatten Sie ja vorgetragen. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Dreiunddreißig Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist das so abgelehnt. Wir kommen damit zum FDP-Änderungsantrag. Wer dem zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe.
37 Ja, 32 Nein, 0 Enthaltung, damit so angenommen. Und damit kommen wir zur Schlussabstimmung über den Gesamtgegenstand in der so geänderten Fassung. Wer zustimmen möchte, ist jetzt an der Reihe. Ja-Stimmen, 32 Nein, 0 Enthaltung, damit so angenommen. Und bevor es dann große Diskussionen gibt, will ich mal ausnahmsweise selber davon Gebrauch machen, eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten meinerseits abzugeben. Es gab bisher keine Entscheidung des Stadtrates bezüglich einer beidseitigen Radspur auf der Albertstraße. Es mag Vorentwürfe oder Konzepte geben, eine Entscheidung des Stadtrates stand aber noch aus. Nunmehr wurde eine solche getroffen gegen den Rückbau der vorhandenen Verkehrsführung. Diese Entscheidung ist demokratisch zustande gekommen. Ich persönlich habe die Entscheidung mitgetragen, ohne meine Meinung ändern zu müssen. Der vom Geschäftsbereich mit der Vergabe initiierte Rückbau der Albertstraße war mir im Vorfeld nicht bekannt. Er wurde als Geschäft der laufenden Verwaltung, Geschäftsbereich erarbeitet und ausgelöst. Ich persönlich bin der Auffassung, dass die Albertstraße breit genug ist, um den Autoverkehr und die Radfahrer aufzunehmen. Ein Ausspielen der Verkehrsteilnehmer sollte unterbleiben. Dennoch musste ich dem am 24. Januar 2019 gefassten Stadtratsbeschluss widersprechen, weil ich zu der Überzeugung gekommen war, dass es vergaberechtliche Probleme geben könnte. Die Leistungen zur Umsetzung der beidseitigen Radspur waren bereits ausgeschrieben. Der Stadtratsbeschluss war keine ausreichende Grundlage für eine Aufhebung der Vergabe. Es war erneut zu entscheiden, ob der Stadtrat wirklich Schadenersatzansprüche der Bieter in Kauf nehmen will, um eine vierspurige Verkehrsführung zu erhalten und den Rückbau zu unterlassen. Dies hat der Stadtrat nunmehr mit seiner heutigen Entscheidung unter Bezugnahme auf das Recht zur kommunalen Selbstverwaltung klargestellt und mich beauftragt, die vergaberechtliche Problematik mit den Bietern zu klären. Dem konnte ich zustimmen und bin auch nicht erneut zu der Überzeugung gelangt, dass der Beschluss rechtswidrig ist. Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung muss hier überwiegen. Geschäftsordnung, okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Geschäftsordnungsantrag, Herr Zastrow. Achso, okay, ist auch zulässig. Bin ich zu hören, ja. Ganz kurz eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Wir konnten natürlich dem Antrag von Herrn Schulte-Wissermann nicht zustimmen. Ich habe hier ganz viele Informationen erhalten, die den Absender Schulte-Wissermann tragen oder auch den Absender Lichti. Es mag sein, dass Sie bestimmte Informationen haben. Wir als Stadtrat haben sie nie erhalten. Deswegen haben wir diesen Antrag gestellt, um endlich belastbare Informationen zu bekommen. Ich habe es schon mal gesagt, was Sie unten beim Italiener, wenn Sie sich da treffen, besprechen, ist Ihre Sache. Wir wollen offiziell belastbare Informationen haben. Das handelt sich dabei übrigens auch zur Information zu möglichen Fördermitteln, die ich auch nirgendwo verschriftlich bekommen habe, genauso wie es auch dem Verkehrsentwicklungsplan zu 2030 noch nicht als Informationsvorlage gibt. Diese Informationen haben wir eingefordert, sie sind hier drinnen. Die 550.000 Euro, ja, sie sind in der allgemeinen Liquiditätsreserve, aber wenn diese ganzen Informationen denn vorliegen, wenn es diese Planungen denn gibt, wenn die Alternativen vorliegen, dann legen Sie sie jetzt auf den Tisch. Das Geld ist sicher noch eine Weile in der allgemeinen Liquiditätsreserve drin und dann bin ich bereit, ich glaube, das kann ich für alle Beteiligten hier sagen, dann sofort auch eine andere Entscheidung zu treffen, aber auf der Basis einer vernünftigen Abstimmung hier im Stadtrat. Dankeschön. Wir machen weiter mit persönlichen Erklärungen. Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, ich möchte richtigstellen, was Stadtrat Zastrow soeben fälschlicherweise behauptet hat. Ich habe mich darauf bezogen, dass in jeder einzelnen fachlichen Verkehrsvorlage die Zahlen zur Verkehrsprognose 2030 ausgewiesen sind. Und zum Zweiten, Herr Zastrow kann wohl offensichtlich nicht Verkehrsentwicklungsplan und Verkehrsprognose unterscheiden. Er hat gerade von einem Verkehrsentwicklungsplan 2030 gesprochen. Den kenne ich nicht. Wir haben einen Verkehrsentwicklungsplan 2025 plus. Der fürs Jahr 2030 hat gerade die Fortschreibung begonnen.
Im Antrag hat er auch von der Verkehrsprognose 2030 gesprochen. Wir gehen jetzt nie in Debatten und Gegendebatten, sondern es gibt nur Herr Oberbürgermeister, Sie haben auch den Kollegen Zastro aussprechen lassen, der länglich ausgeführt hat. Nee, das gibt es nicht. Das ist nicht zulässig. Es gibt lediglich eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Die ist zulässig. Richtig, und die möchte ich gerne beenden, Herr Oberbürgermeister. Im Moment machen Sie die nicht. Herr Oberbürgermeister, ich fordere Sie auf, hier mit gleichem Maß zu messen. Der Herr Zastro hat hier auch länglich zur Sache ausgeführt. Er hat dabei mir falsche Aussagen unterstellt und es muss mir möglich sein, die richtig zu stellen. Nein, das ist hier nicht möglich. Also es ist mir nicht möglich, hier in diesem Stadtrat falsche Aussagen, die mir in den Mund gelegt werden, richtig zu stellen, Herr Oberbürgermeister. Ist es Ihre Ansicht? Mir gibt es lediglich laut Geschäftsordnung dann die Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Gibt es weitere, jetzt noch persönliche Erklärungen, ist nicht der Fall. Dann